Gleich geht's so richtig los mit Saison 5 unserer dritten Saison im Haas. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Großer Preis von Australien. Mit den zweitweichesten Reifen. Die Zeit der McLaren-Dominanz ist wohl vorbei. Die Titelsammlerei. Wir haben einen neuen Teamkollegen, was ich in erster Linie schade finde, denn Hamilton war ein toller Teamkollege, weil er einfach sehr stark war, aber mich freut es, dass wir den Nico haben. Denn der Nico, der ist dufte und damit haben wir eine deutsche Fahrerpaarung bei Haas. Wir gucken nochmal kurz in die Nachrichten rein, die haben wir ja schon bei der letzten Folge beim Abu Dhabi-Rennen angesehen. Ein paar Fahrerpunkte brauchen wir. Okay, mal gucken. Das Wetter sagt, im Qualifying trocken und im Rennen auch, aber stark bewölkt, da könnte es regnen. Und es gibt ein paar Wechsel. Der Carlos, der ist über Umwege jetzt wieder bei Red Bull gelandet, also bei der Red Bull-Familie. Verstappen ist dafür gegangen. Und zwar zu den Rosinen. Dann haben die jetzt Verstappen und Leclerc, die Rosinen. Eine starke Fahrerpaarung und die haben das stärkste Auto auf dem Papier. Und im Gegensatz zu uns können die ihr Auto noch besser machen. Wir können es nicht mehr besser machen und wir sind aktuell hinter denen auf dem Papier. Aber wie das auf der Strecke aussehen wird, das wird sich zeigen. Ja, Hamilton hat die Schnauze voll gehabt von nicht mehr Weltmeister werden und ist weitergezogen zu Red Bull, aber die stehen auf dem Leistungsdatenblatt gerade sehr weit unten. Verstappen, wie angesprochen, zu den Rennpunkten. Oder zu dem Rennpunkt. Gasly. Der Red Bull auch verlassen und ist zu Renault. Und Hülkenberg ist halt von Renault weg zu uns. Und so haben wir es immer noch, dass der Lando nur mal kurz bei McLaren dabei war und seitdem gar nicht mehr in dieser Karriere. Der Norris macht Pause so früh in seiner Karriere und zwar eine richtig lange. Ja, auf dem Papier stehen wir auf der 2. Die Rosinen liegen ein gutes Stück vor uns. Und das Problem wird sein, die liegen auf dem Papier vor uns. Es wird kaum jemanden geben, der denen dann die Punkte wegnimmt, denn die Alpha-Sauber-Truppe, die ist ganz schön weit hinten. Keine 100 Punkte auf dem Leistungsdatenblatt, aber deutlich von uns weg und eben damit auch deutlich von den Rosanen weg. Das ist echt krass. Das Team, das die letzten beiden Fahrer- und Konstrukteurstitel eingesackt hat. McLaren. Die sind nach ganz hinten abgerutscht. Vom Titelsammler zum letzten Platz auf dem Papier. Und Alpha Sauber, das einzige Team in der letzten Saison, das keinen einzigen Punkt geholt hat, konnte seine Stärke, in Anführungszeichen, gleich halten. So wie wir. Oder da hinten. Hinter Williams noch. Hinter Mercedes ist das. Ich nehme mal. Zwischen Ferrari und Williams da. Ne, Ferrari ist ja noch ein Stück nach hinten gerutscht. Red Bull und Toro Rosso vor allem stehen vor Ferrari. Wieder ganz wenig Teile. Ja, damit müssen wir auskommen. Und ja, Teile tauschen ist nicht. Muss ich noch irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Strecke. Achso, ich habe mir die einzelnen Abteilungen jetzt gar nicht angeguckt. Naja. Kann ich ja nochmal zwischen T1 und T2 nachholen, wenn ich dran denke. Wir läuten das Rennwochenende des heutigen aufregenden Grand Prix von Melbourne direkt auf der Strecke ein, denn das heutige Training beginnt in wenigen Momenten. Schon geht's los. Was sagt denn das Wetter? Erstmal stark bewölkt. Es bleibt, na, es wird besser. Aber es bleibt trocken, das wollte ich eigentlich sagen. Aha, aha. Dass man das nicht schneller durchschalten kann, das nervt mich. Ich muss warten, bis das Spiel das automatisch macht.
Widme dich der Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht am Ende von T3 regen. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Sektor 1 und 2 und die Autoeinstellungen. Autoeinstellungen. Wir gehen erstmal mit 7.5 auf die Strecke. Wir haben den besten Antrieb laut Leistungsdatenblatt. Da könnten wir eher mehr Abtrieb fahren, denn aerotechnisch sind wir immer noch am Arsch. Und beim Chassis sind wir auf der 1. Albert Park ist voller schwieriger Hochgeschwindigkeitskurven. Kurve 1 ist ein gutes Beispiel. Genauso wie die Links-Rechts-Kurven 11 und 12. Das Eingangstempo muss so hoch wie möglich sein. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Wieder über eine Sekunde zwischen den gelben und den roten Reifen. Nicht schön. Ja, Teilabnutzung. Hey, alles frisch. Gelingt uns in dieser Saison der ganz große Wurf mit den... Hoppala. Na, es wird noch. Mit den schwarz-goldenen Rennern. Wenn die Konkurrenz schon so weit weg ist und ein Team noch vor uns ist, das auch in der letzten Saison schon vor uns war und die eben noch entwickeln können, kann man das durchaus in Frage stellen. Ich hoffe, wir können da ganz vorne ein ernstes Wort mitreden. Aber ich lasse es einfach mal von Rennwochenende zu Rennwochenende auf mich zukommen. Jeweils immer das Beste rausholen. Und wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich, wo wir stehen. Und dann sehen wir, ob das reicht oder nicht. Vielleicht sind die anderen dafür ganz schlecht in Sachen Zuverlässigkeit. Vielleicht nutzen die Teile ganz schnell ab. Könnte ja sein, das sehen wir ja nicht ein. Wer da wie weit entwickelt hat. Wir sehen einzig Antrieb, Aero und Chassis, wie die anderen Teams stehen. Strapazierfähigkeit ist unter der Haube, das sieht man nicht. Genauso wie der Antrieb. Aber den sieht man auf dem Leistungsdatenblatt. So, los geht's. Zu früh gebremst. Heckleicht rumgekommen. Anstein. Wow. Kein rotes Tor an der Stelle, okay. Das war auch immer ganz gerne ein Rottor. Hier bitte diesmal nicht abfliegen an der Stelle. Egal ob im Qualifying oder im Rennen. Das sollte ich vermeiden. Super, grün eingesackt, dann können wir gleich mal, ach rot, auf Rundenzeitjagd gehen. Abgesehen von der Strapazierfähigkeit ist unser Wagen hier heute genauso entwickelt wie vor einer Saison. Meisters. 323 Sachen. Anhand der Endgeschwindigkeit, der Höchstgeschwindigkeit, werden wir auch unseren Abtrieb festmachen. Wenn wir dann einen riesen Vorsprung haben, dann hier im Albert Park lieber auf mehr Abtrieb setzen. Damit sich das hoffentlich auf die Rundenzeit auswirkt und wir halt eher um den Sieg mitreden können.
Aktuell nur 3,5 Zehntel vorne vor der eigenen Bestzeit. Jetzt sind es 4 Zehntel. Knappe 5,5 Zehntel, na eher 5 Zehntel. 24,8. Großartig. Scheint ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Boah, ich komme so weit nach links. Oh, nicht gut. Aber ein Zehntel Vorsprung. Gucken, wie zufrieden Hamilton im Red Bull sein wird. Da vorne fährt einer. Ende der letzten Saison war das ja das stärkste Team. Jetzt sind die auch ganz nach hinten gerutscht. Laut Papier. Hoppala. Jetzt kriegen wir noch Windschatten. 3 Zehntel Vorlauf. Was macht er da? Platz, aber an einer blöden Stelle. Hätte er auf der Geraden machen sollen, so habe ich Schwung verloren. Sonne kommt raus. Hier hinten merkt man davon noch nicht viel. 6 Zehntel schneller. 24,1. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Startest du, Kollege? Er ist auf Rang 12. Ha, apropos. Oh Mann, das war ein kluger Schachzug von Nico. Da er jetzt unser Teamkollege ist, ist vielleicht sein Rivalenstatus, dieser, ja, 30 Punkte, dieser Konkurrenzkampf zurückgesetzt. Mal gucken, ob sie es übernommen hat. Unser Konkurrent, unser letzter Konkurrent war der Nico, aber der ist jetzt eben unser Teamkollege. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp. Stimmt, da muss ich ja noch einen neuen Rivalen wählen. Wenn wir gleich mal Hamilton wählen, dann hätten wir die beiden wieder. Status Teamkollege, Status Konkurrent mit vertauschten Rollen. Fahrer vor mir. Die Konkurrenz. Ihre beste Rundenzeit beträgt Leclerc auf der 1. 24,1. Zu schnell. Eindeutig. Eine 24,1. Teamkollege hat noch keine Zeit. Ich guck mal, was sind wir denn in der letzten Saison gefahren? Oh, eine 24,1. Damals eine 5,3. Jetzt eine 1,48. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Also vor einer Saison auf den weißen Reifen 1,24,153 und jetzt 24,148. Na dran, aber schneller. Gesteigert. Gut, dann machen wir gleich weiter im Programm. Reifen sparen. Halt. Oh, deutlich schneller. Gut, wir haben noch nicht aufgedreht, ich Dödel. Das fällt mir gerade ein.
Das sollte ich jetzt aber beim Reifensparen am Ende machen. Gelbe Reifen rausfahren. Alles fertig. Wir Autoeinstellung gab es ja auch noch. Ne? Verstappen in rosa. Die Farbe steht ihm bestimmt. Verstappen und Leclerc, echt eine starke Fahrerpaarung. Starke Fahrerpaarung. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 22,8. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 14. Fahrer hinter mir. Albon liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,24,5. Ein Fahrer vor mir. Bottas liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 24,0. Update-Session. Also, knapp vor uns in dieser Session sind im Moment Giovinazzi, Quert und Bottas. Hinter uns sind Albon, Hamilton und Ricciardo. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,22,8. Ich freue mich jetzt schon für die Truppe aus der Schweiz, wenn die endlich wieder Punkte holen. Auf dem Leistungsdatenblatt auf der 3. Ah, Kacke. Hecker wieder rum. Gleich wieder auf Bestzeitkurs. Mit Reifen, die eine halbe Sekunde schneller sind. Hier geblieben. Es wird in. Siebeneinhalb Zehntel schneller, eine Dreiviertelsekunde. Und Reifen lila. Da gucke ich jetzt gerade zum ersten Mal drauf. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Jetzt schon fast 4 Zehntel schneller, obwohl ich hier nicht gut rein bin. Ach so. Die Radarfalle ist auf Startziel wieder vergessen. Mist. Dann verstellen wir jetzt einfach mal den Flügel auch für die Autoeinstellungen und dann muss ich nochmal drauf achten. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Vorne ist jetzt nicht mehr viel Abtrieb drauf. Na, was hier? Oh. Verdrückt. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir die Strecken, wo man viel Höchstgeschwindigkeit braucht, wenn wir die gleich zu Saisonbeginn fahren würden. Also zum Beispiel Monza, jetzt wo unser Antrieb im Vergleich zur Konkurrenz noch so gut ist. Der große Knackpunkt ist halt die Aero beim Haas. Das ist sehr schade, denn ich habe lieber einen schwachen Motor und dafür ein super duper Kurvenauto. Das macht es auch auf den Geraden einfacher oder interessanter. Aber so haben wir zumindest die Möglichkeit, dann mehr Abtrieb zu fahren, wenn wir schon so einen starken Antrieb haben. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fahrer vor mir. Quert liegt
dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 23,2. Start des Teamkollege. Er ist auf Rang 17. Da waren wir in der letzten Saison bestimmt schneller, weil die Zeit war jetzt nicht besonders. Ja, 21,9 war unsere Bestzeit auf den Gelben. Fahren wir gleich mal hier einen Klick mehr und da auch. Jetzt liegt bei 1,23,3. Ich glaube, Hamilton macht sich fertig, Hamilton. Bereit. Naja, es hängt noch drin. Der Nico macht sich gerade bereit, links neben uns. Man hört es jetzt auch. Da fährt er zum ersten Mal raus in seinem neuen Gefährt mit weißen Reifen. Der Nico im Haas. Warum nicht auch bei F1 2021 in echt? Schnellste Runde insgesamt, wieder der Lukas. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 22,6. Ein letztes Mal da vorne sein, sagte sich. Ja, auf dem Papier sind die ganz unten, aber vielleicht sind sie ja trotzdem im Punkte-Rennen mit dabei. Wer weiß das schon so genau. Aber auf dem Leistungsdatenblatt spricht auch in den einzelnen Abteilungen nicht viel dafür, dass die da ganz weit vorne mitmischen werden. Auch interessant, dass die jetzt schon im dritten Jahr in Folge die gleiche Fahrerpaarung haben, die Orangenen. Irgendwas haben die an dem Butler, oder der Butler hat sich festgefressen, wer weiß. Nee, sogar schon die vierte Saison, ne? Bei denen. Na, erstmal egal, ich muss jetzt Benzin sparen. Sehr grün, 13 Leugstand. Immer noch 13 Leugstand. Jetzt muss ich mal Gas geben, zwecks Rundenzeit. 14 Leugstand, Sprit fast lila, jetzt lila. Jetzt muss die Zeit her. Ein Zehntel Vorsprung. Okay, nein, das war das Grün, Kacke. Mist, da draußen.
Oh, jetzt wird außen. Jetzt wieder Bestzeitkurs. Das war eine akzeptable Kacke. Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Kann doch nicht so schwierig sein. Zweit innen. Nicht so weit außen gewesen, das ist schon mal gut. Kaum Sprit über. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das wird nichts mehr. Mann. Schon mal an die Radarfalle denken. So, Sprit dafür, da kann ich umschalten. Mist, dann können wir das mit der Radarfalle wieder halb knicken. Stimmt, Strom geht ja auch nicht bei der Benzinsparerei. Ach, Kacke. Das war fast schon zu viel Randstein rechts. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 20. Hä? Ja. Er ist bloß eine Installationsrunde gefahren. Fahrer vor mir. Das da vorne ist Weber. Hol dir seine Platzierung. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,22,6. Na, fast hat man alles richtig gemacht. Zumindest für den Saisonbeginn. Er ist zum Rosa-Team gewechselt, das da aktuell an der Spitze steht. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 22,6. Knapp vor uns, aber mit härteren Reifen. Aber ich bin die ja nicht ausgefahren. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, mit den gelben hatten wir in der letzten Saison schon eine 21,9 und mit den roten hatten wir in der letzten Saison eine 20,2. Dann machen wir jetzt hier erstmal Feierabend in T1. Und ich muss auf jeden Fall noch die Radarfalle mitnehmen und... Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Butler, Raikkonen und Pierre Gasly. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Hamilton auf dem letzten Platz. Aber interessant, McLaren sehr weit vorne vertreten. Was holen die Fahrer aus dieser Gurke raus? Oder ist das alles bloß Schein? Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal in die einzelnen Abteilungen gucken beim Leistungsdatenblatt. Erstelle in Grand Prix. Da war wenig Text, aber ich habe es nicht geschafft, den vorzulesen.
So, nachgeguckt. Ansehen. Antrieb auf der 1. Gar nicht so weit weg. Das rosa Volk. Aero, weit weg von den Rosanen. Wir auf dem 8. Platz. Aua. Und Chassis auf der 1 und rosa gar nicht weit weg von uns auf der 3. McLaren deutlich hinter uns auf dem letzten Platz. Hier auch sehr, sehr deutlich hinter uns auf dem letzten Platz. Und aerotechnisch sind sie halt vor uns. Da sind sie ziemlich gut. Ziemlich sehr gut, sogar Platz 2. Strecken, wo man viel Höchstgeschwindigkeit braucht, da werden sie richtig einknicken. Aber bis Monza können sie ja noch einiges tun. Aber China gibt es auch eine lange Gerade, auch wenn da einige Kurven drin sind. Mal gucken, mal gucken. Wir gehen jetzt weiter ins freie Training Nummer 2. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Zu Buche steht die 1.21.9. Und ich war bewusst mit den erhöhten Abtriebswerten. Mist. Bestimmt. Beim Stromsparen kann man auch noch den Sprit ändern, zwecks Radarfalle. Entweder fahre ich eine weitere Runde, nachdem wir mit dem Programm fertig sind, oder Wetterbericht. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Oder ich schalte halt einfach um. Alles, wenn ich auf Stadtziel gehe, vor Stadtziel. Letzteres werde ich, denke ich, machen. Wenn ich dran denke. Zu spät rein. Ach, schön, dass es hier keine Auslaufzone gibt, sondern Wiese und Kies. Die Strecke heißt nicht umsonst Albert Park. Park. Da ist nichts mit groß asphaltiert. Und das ist auch gut so. Ich denke, so oder so werde ich die Flügeleinstellung so belassen. Fühlt sich gerade gut an. Na, jetzt wird innen. Mist, wieder so weit außen. Zwei Zehntel Rückstand auf die eigene Bestzeit. Ja, auf die Zielzeit. Haben noch keine Bestzeit. Komm schon, ja, das wird super. Oh, das war. Die Energieverwaltung passt und die Geschwindigkeit auch. Mann! Gibt's da nicht. Wieder. Ich wollte gerade hinschalten, hab's aber nicht ganz hinbekommen. Mann! Weil ich oben den Balken hab wandern sehen. Mist. Thank you.
Oh. Alles ganz. Weit außen, es wird nichts mehr. Gut, nur noch eine Runde für Lila. Die Runde war zu langsam, du musst schneller werden. Sieh zu, dass du die Modi deines ERS richtig verwendest. Na, jetzt fahren schön. Wieder 2000. Mann! Noch auf Bestzeitkurs. Knappe 2 Zehntel voraus. Eingang zu Veranstalten. 1,5 Zehntel Vorsprung. Viertelsekunde laut Zielzeit. Jetzt passt's aber. So viel Strom kann ich gar nicht mehr ausgeben. 3,27. Status. Ah, ne, Fahrer hinter mir. Er ist auf Rang 11. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,24,0. Der kam mit seinem Heimspiel. Wir haben ihm den Teamkollegen gemobst. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Hinter mir sagen. Ich wollte wissen, was der Butler gefahren ist. Update-Session. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Und wir sind vor Ricardo, Butler und Vettel. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Im Training geht's ja noch, damit ich weiß, was da ist, damit ich es nochmal in Erinnerung gerufen bekomme. Aber das war's dann auch. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Update Session. Du führst das Feld an. P1. Hinter uns sind Ricardo, Butler und Vettel. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,23,1. Keine Zeit vom Nico. Ey. Der hat ein neues Auto unterm Hintern. Da heißt es doch fahren, fahren, fahren. Schnell an das neue Auto gewöhnen. Naja, er wird schon wissen, was er macht. Er fährt ja schon ein paar Jahre. Alles fertig. Wir sind bereit. Blaue Lämpchen, jetzt sind sie aus.
Fahrer hinter mir. Weber hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 23,2. Wir sind aber 1,2 Sekunden weg von den gelben Reifen der letzten Saison. Ob wir das bei der Rennstrategie noch etwas verbessert haben? Normalerweise fahren wir, oder es kommt hin und wieder vor, dass wir bei der Rennstrategie nochmal die Zeit der gelben Reifen verbessern. Aber hier und da Strom über eine Runde maximal ausgeben, bringt dann doch oft mehr. Vor allem, wenn die lange Gerade gar nicht so lang ist. Weil nur auf der werden wir fett fahren, also... Ich habe hier, glaube ich, immer umgeschaltet, oder? Hoppala. Dann machen wir das bis zum Ende der zweiten DS-Zone. Auf fett. Es geht los. Aber um 1,2 Sekunden, denke ich, werden wir die Gelbreifenzeit nicht mehr verbessern. Aber vielleicht wird er überrascht. Sehr schön. Oh. Hat sich verfärbt. Nicht der zweite, das ist Quatsch. Schnell weg von Fett. Fett schalte ich jetzt erst hier auf der Geraden um, kurz vor der Linie. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleibt. Giovinazzi mit den Roten auf der 1. Schön reingebremst. Hier schön reingekommen, bloß Wagen leicht verloren, schade. Ein Stück zu weit innen. Na, leicht langsamer. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ich habe schon lange nicht mehr auf die Zielzeit geschaut. Da war ich hier vorhin besser. Das Lenkrad springt auch auf Rot um. Thank you.
2 Zehntel auf der Ecke, bester Rückstand, eine Viertelsekunde auf die Zielzeit Vorsprung. Schön reingekommen. Wieder zu viel. Ist der jetzt kaputt gegangen? Ne. Wie gesagt, im Training ist es noch in Ordnung. Kommt Mercedes an. Jetzt sind die Reifen aber viel zu warm und die Runde geht nicht mehr lang. Kommt Red Bull. Die Reifen müssen kühler werden. Da kommt ein rosaner. Reifen kühl genug. Weiter geht's. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Boah, sehr schön reingebremst. Liegt nur an den etwas kälteren Reifen. Ganz bestimmt. Diese und die nächste Runde müssen noch grün sein, damit wir Lila bekommen. Lieber etwas vom Gas gehen. Jetzt habe ich so langsam, denke ich, mal wieder begriffen. Zu spät reingebremst. Nochmal Best-Set-Kurs. Wobei, wir verlieren wieder Zeit. Manchmal gewinnen wir und manchmal nicht auf der Geraden. Problems vor der Nase. Nicht gut. Ist der Randstein innen? Hier auch. Halbe Sekunde Rückstand, wird schwierig mit der Zielzeit. Vor allem mit dem Problem ist da vorne. Bitte mal abhauen. Noch 2 Zehntel Rückstand. Hau ab. Jetzt bremst er hier, also uns ein. Ohne auf die Bremse zu gehen, weil er einfach so langsam ist. Zeitmäßig ja locker eine Dreiviertelsekunde Vorsprung. Und etwas spät darauf reagiert mit meiner Umstellung hier. Wieder 327 km/h. Aber ich bin mit den Flügeleinstellungen zufrieden, ich werde das fahren. Wenn jemand vor uns liegt, der keinen DRS, keinen Windschatten hat, der wird dann eher eine leichtere Beute sein, aber so haben wir immerhin eine gute Kurvengeschwindigkeit. Wenn wir allein fahren, dann brauchen wir das. Das Überholen wird wieder sehr schwierig, aber macht ja auch Spaß. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Wie sieht's eigentlich aus? Startest du im Kollege? Er ist auf Rang 1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,21,4. Komm diese Runde herein, bitte. Wir liegen eine Sekunde hinter unserer Gelbreifenzeit der letzten Saison. Aua.
Fahrer vor mir. Giovinazzi vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 21,9. Fahrer hinter mir. Weber liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,23,0. Update-Session. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Hülkenberg, Verstappen, Bottas, Stroll und Giovinazzi. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Bottas, Stroll und Giovinazzi. Und wir sind vor Weber, Quert und Magnussen. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 21,4. Unglaublich, der neue Herr Teamkollege hat schon eine Zeit. Aber klar, abgesehen von der letzten Saison, mit den gelben Reifen ist auf jeden Fall noch mehr drin und zwar einiges. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,22,8. Eine ziemlich hohe Reifenabnutzung, aber ich kann mich ja ganz gut an der letzten Saison orientieren, denn der Wagen ist praktisch genauso gut. Zeit notieren. Hülkenberg im Mittelsektor. Ganz gut. Da, wo Kurven sind. Fährt er auch mit mehr Abtrieb? Wir sind 13. auf dem Temporadar. 327,5 Kilometer pro Stunde. So, notiert. Wie schnell war denn Hamilton der letzten Saison? 1,25,0. Mit gelben. Sehr aussagekräftig. Langsamer als unsere Weißreifenzeit. Nun gut. Leider ein sehr hoher Reifenabnutzungsfaktor, aber wie gesagt. Am Ende der Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben. Wir geben die 2 am meisten abgenutzten Sets zurück, also sollten wir sie noch so lange wie möglich beanspruchen. Wir haben sie dann aber nicht mehr für das restliche Wochenende. Also pass bei den Reifen auf, die du später noch haben willst. Es wird Zeit, wir können uns noch sehr gut einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Hülkenberg, Leclerc und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Keine Zehntel zwischen den ersten 3. Haas, zweimal Rosa. Aber wie gesagt, im Vergleich zur letzten Saison hat sich ja nichts Großartiges am Auto verändert, deswegen können wir auch ganz gut mit den Strategien der letzten Saison fahren. So, jetzt mal Qualifying-Tempo-Zeit jagen und danach geht's schon zum Ernstfall. Erstes Kräftemessen auch mit dem neuen Teamkollegen und apropos Teamkollege, es muss noch ein Rivale bestimmt werden. Mache ich das jetzt vorm Qualifying? Nach dem Qualifying könnte ich den ersten Richtwert haben, wer da Konkurrent sein könnte, wer sich da anbietet. Wer weiß, wie schnell die alle sind. Es ist Saisonbeginn, wir wissen es nicht. Rivale und... Ah, Fortschritt gespeichert. Wir haben nur noch einen Punkt zu holen, dann haben wir die 30. Dem Hülkenberg steht das Haas-Outfit auch sehr. Gasly in Gelb. Wollen wir mal Kimi nehmen? Ja, von den Rosinen, wer weiß, wie gut die sind. Die sind eigentlich zu gut. Ja, dem steht Rosa sehr gut im Verstappen. Williams will ich nicht. Ich nehme jetzt Kimi. Vielleicht ist Alpha Sauber sogar stärker als wir. Nun gut, jetzt kann ich auch wieder nach Status Konkurrent fragen. Konnte ich schon vorher, aber jetzt bekommen wir auch wieder Infos. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus, die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Schöner Sonnenschein, wie es dann auch im Qualifying zu Beginn sein wird. Gegen Ende sollen ja ein paar Leuchtewolken aufkommen.
Letzter Bericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ich denke mal, im Qualifying werde ich dann auch auf die roten Reifen setzen. Riskieren rauszufliegen will ich nicht und zu Beginn des Rennens Schritt halten mit den rosanen, die dann auch auf rot fahren, wäre nicht verkehrt, also wir auch auf rot starten. Mal gucken, mal gucken. Sind bloß gerade Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Radarfalle, jetzt geht's los, jetzt geht's dir an den Kragen. Nur 3,28, hoppala. Das ist ja draußen nicht gut. Auch hier Kacke, die Runde wird nix. Doch, in der Mauer enden. Ha! Wieder im grünen Bereich. Die Runde wird jetzt wirklich nichts mehr. Eins. Das Ziel für Grün, Platz 3. Hoppala. Zweiter Versuch. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Halbe Sekunde gleich schneller. Neun Zehntel schneller. Zielzeit passt, für Lidl wird es auch passen, oder? Jawoll! Gute Arbeit! Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also aber über 330 Sachen kommen wir nicht. Ich zeige dir die Zahlen. 1,24. Der Rote kann vorne bleiben. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 23,5. Boxenstopp. Bestätigt.
kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ach, das Fahren hier am Albert Park macht einfach Spaß. Ist einfach eine tolle Strecke. Man könnte meinen, etwas wie Singapur, aber auch nur etwas, weil... Ja, doch, Stadtkurs. Glaubt man gar nicht bei Melbourne, oder? Dass es ein Stadtkurs ist, aber es führt halt um einen Park herum. In Singapur ist nichts mit Park herum. Aber das meiste hier sind öffentliche Straßen. Parkstraßen. Die Boxengassenanlage und der Asphalt davor, das ist Rennstrecke. Das wird nicht von den Zivilisten befahren. Update Session. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Hinter uns sind Quert, Ricardo und Vettel. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,20,4. Hier gibt es auch einige 90-Grad-Kurven, aber die sind alle viel geiler als in Singapur. Vielleicht wäre Singapur auch besser, wenn die Leitplanken weiter weg wären, wenn es da direkt Wieser und Kies daneben gäbe. Dass er hier im Albert Park gang und gäbe. Also 1,20,4 in der aktuellen Saison und in der letzten war es eben mit den roten 1,20,2. Immer noch langsamer. Aber immerhin näher dran als mit den gelben. Und den Herrn Hülkenberg haben wir um eine Sekunde übertrumpft, aber das muss ja noch gar nichts heißen. 325 von 325 Ressourcenpunkten. Das ist doch mal ein Saisonstart. Teile müssen wir nicht wechseln. 1,15 Sekunde Vorsprung auf Magnussen. Aber der fährt ja auch nur in einem Ferrari. 1 Minute 20,4. 6 km/h langsamer, 1 km/h schneller, 3 langsamer. Ja, die Rosanen, die sind spitze. Aber wir müssen ja auch in den Kurven irgendwie was hergeben und da müssen wir einfach Höchstgeschwindigkeit opfern. So habe ich das zumindest vor. Gut, dann sind wir hier durch. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Der Eismann, Hülkenberg und Kevin Magnussen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Und in den ersten vier sind drei Deutsche. McLaren ist für meinen Geschmack irgendwie viel zu weit vorne, aber auch zumindest gerade im Training fast 2 Sekunden hinter uns. Na, mal gucken, wo die Orangenen im Qualifying dann wirklich stehen. Ich schätze mal, die sind durchaus hier im Albert Park in der Lage, um die Punkte mitzufahren. Aber wir werden sehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.